Au. Da muss ich mir bei Gelegenheit mal noch irgendwie ausdenken, wie wir das jetzt am besten machen mit wie wir die Räume hier drin nutzen. Das wird so ein wichtiger Teil noch sein. Okay, so viel dazu. Legen wir das erstmal alles hier rein. Hier rein, hier rein, hier rein. Nee, das Glas hätte ich gerne. Eigentlich brauche ich das Glas nicht, aber ich nehme es trotzdem mit. Weil darum. Er da auch und schwamm drüber in Aktion. Nehme ich hier oben erstmal überall das Wasser weg mit den Schwammen oder nicht? Dann hätte ich zumindest überall so einen Punkt, wo ich auftauchen könnte, vielleicht. Ätzt mich das gerade an. Das glaubst du nicht. Kriege ich jetzt mal den verdammten Schwamm? Oh, fick dich doch, ey. Überall scheiß Strömung, kommst nicht an die Schwämme. Ein Szenario nach meinem Geschmack. Yeah, sowas ähnliches wie Luft geholt. Natürlich füllst der Scheiß gleich wieder komplett. So, kriege ich dich da wenigstens noch mit der Axt raus? Will ja wohl sein. Flop. Und wieder wursteln gehen. Ja, ja, ist gut. Ist gut! Ich bin gerade so kurz davor, wieder überall Sand auszukippen, weil das eindeutig einfacher geht, als mit den blöden Schwämmen hier lang zu latschen. Komm, brenn schneller. Du hast halt keine Ahnung, wo du ansetzen willst bei dem ganzen Kram. Hier ist so das Problem. Ja, siehst du, was ich meine? Es rollt alles automatisch hinterher gleich wieder. Haben wir jetzt mal sowas ähnliches wie ein Durchbruch, ja? Cool. Wir haben in der Tat einen Durchbruch. Kein Wunder, dass hier nichts funktioniert. Ich Idiot, ich. Mal gucken, ob ich noch irgendwo solche Stellen finde. Der Meisterdetektiv würde ihn natürlich dort vermuten, wo gerade noch am meisten Wasser ist, aber hier sehe ich eigentlich nichts. Come on! Ich verstehe es gerade nicht so richtig, weil ich höre haufenweise Töne im Hintergrund, aber ich bin doch gerade gar nicht bei und so. Weißt du, wie ich meine? Das sind die Tages- und Grasgeräusche. Wahrscheinlich haben die Schwämme Gras-Sounds.
weil ich da das eingefügt habe, um für Atmosphäre zu sorgen, hören wir jetzt hier andauernd Grillzirpen und Vögel und so weiter. Wenn ich unter Tage Zeug abbaue. Na komm, einer reicht gerade mal. Ich muss ihn nur hier oben taktisch klug platzieren. Damit sie mal trocken ist. Danke. Na endlich. I see my problem. Haben wir noch welche derartigen Lücken? Ich glaube nicht, oder? Mit Sicherheit kann man das ja leider nie sagen. Aber Hoffnung. Hoffnung ist da. Okay, den setze ich jetzt mal hier an. Und hier an. Hä? Hier muss noch irgendwas undicht sein. Jetzt wird das Wasser nicht so krass nachlaufen. Frage ist nur, was? Oder ist das einfach so? Mir gar nicht vorstellen. Irgendein Effekt muss das nochmal haben hier. Verzweifelte Zeiten, verzweifelte Maßnahmen. Ey. Können wir hier mal richtiges Gestein in den Boden hauen? Nicht diesen Schrott, den man für nichts gebrauchen kann? Haben wir hier noch irgendwo richtige Steine? Steine, die es sich trauen, Stein zu sein? Du zum Beispiel. Braver Stein. Noch besser. Ich nehme das Eisen hier einfach mal mit. Danke sehr. Nücker. So, dann kriegst du jetzt einmal den Schwamm. Nochmal 4, 1, 2, 3, 4. Fuck, er brennt einfach weiter. Der Penner, dann soll er weiter brennen. Ist mir doch Wurst, aber brennt. So, der x-tausendste Bastelkasten, den wir hier haben. Ich habe Erde und ich habe eine Schippe. Und ich werde schippen, bis die Erde weg ist. So, hier bricht schon wieder alles durch, aber das ist mir gerade wurscht. Fällt gerade aber auch alles runter. Musik.
Ich glaube, ich fülle jetzt hier einfach alles aus. Warte mal, hier ist ja schon gar kein Wasser mehr. Aber da vorne ist noch welches. So. Und deswegen, meine Damen und Herren, bauen wir keine Unterwasserhäuser. Wegen so einem Scheiß. Genau wegen so einem Scheiß. Es gibt einem aber sehr schöne Aussichten, wenn ich das mal so anmerken darf. Kannst du nicht meckern, ist ungewohnt für Minecraft und doch irgendwie ganz lustig. Vor allem unter Wasser, aber leider können wir unter Wasser nicht atmen, also wird das wahrscheinlich nicht so bleiben, die Optik. So, Ofen. Hier so. Ist gut, dass wir noch Glas dabei hatten und das nicht in die Tasche gepackt haben zurück. Stell dir mal vor, welch Chaos das gegeben hätte. Eigentlich solltest du die Kiste sortieren. Danke. Kann man das jetzt hier einfach so trocken legen oder fließt da wieder die ganze Wand von hinten nach? Ja, ich schätze mal, die ganze Wand von hinten fließt nach. Wenn du arbeitest und das Gefühl hast, es bringt einfach nichts. Vor allem dieses Ding hier beim Eingang nervt so ein bisschen, weil du permanent hängst du daran fest. Okay, wie gehe ich jetzt hier am besten Stück für Stück vor? Und dem Stück für Stück vorgehe. Quasi, wir versuchen jetzt die Ebene darunter abzuwässern. Richtiger. Haben wir schon mal ein bisschen was vorgearbeitet. So, Öffen, ich hoffe mal, du bist jetzt fertig. Okay. Puh, nächster Anlauf. Blug, 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 blug. Blug. Blug, blug. So, jetzt kommen wieder meine Buddelfreunde. Vielleicht sollte ich das immer machen. Erstmal hier so ein Stück absperren mit irgendwie Dreck und weiß ich was allem. Und dann die Schwämme einsetzen. Scheint mehr zu bringen. Aua, 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 fick dich.
Ja, wenn du zwei Schwämme auf einmal nimmst, dann kannst du sogar Punkte geben. Vielleicht soll ich bis drei warten. Oh, stell dir mal vor, wir hätten einen ganzen Schwammraum gefunden. Wie einfach das alles wäre. Aber nein, drei Schwämme von drei Guardians. Das Spiel disst uns permanent. Ich weiß noch nicht mal, was ich ihm getan habe. Es macht's einfach. Gut, wenn ich so drüber nachdenke, dissen mich alle, ohne dass ich ihnen irgendwas getan habe. Von daher, das Spiel ist nur Mitläufer. Wieso werde ich jetzt schon wieder von irgendwas abgetrieben? Boah. Wenn du kurz davor bist, so ein Ding abzubauen. Und dann das Spiel nicht durch die Gegend spastet. Thank you.